Hier versteckt sich also einer der besten Hotelmanager. Du bist also die große Unbekannte, von der ganz Phuket spricht. Du hast dieses Hotel gekauft. Aber ihr habt doch gar keine Erfahrung mit Hotels in diesem Teil der Welt. Aber du hast Erfahrung. Tja, das war einmal. Es sind doch schon mehr Männer von ihren Frauen verlassen worden. Und die haben auch nicht gleich alles hingeschmissen. Daniel Levy aus Berlin zum Einchecken. Herzlich willkommen im Royal Orchid Hotel, Mr. Levy. Wo ist denn der Fernseher? Sie sind hier, um sich zu entspannen. Ihr Büro hat uns gebeten, ein bisschen auf Sie aufzupassen. Steht da was drin? Das ist ein Roman. Geht es wie immer um die Liebe? Oder diesmal eventuell sogar um Abenteuer? Ist die Liebe nicht das größte Abenteuer? Ich unterrichte eine dritte Klasse. Was machen Sie? Ich lebe in Berlin, seitdem ich vor einem Jahr meine Freundin verlassen hat. Wegen ihres Golflehrers. Das tut mir leid. Mir gar nicht. Würde ich sonst hier sitzen und Schuhe anprobieren, die man überhaupt nicht braucht? Das Boot ist weg. Wir kommen heute Abend nicht mehr weg von hier. Doch, das ist doch toll. Was ist daran toll? Naja, es ist doch ein wunderschönes Ambiente. Ha? 6 Monate. Und kein Tag länger. Meine Tochter möchte ich beweisen, dass ich der beste Papi bin. Weißt du, wie oft ich mir gewünscht habe, Leonie hier bei mir zu haben? Und jetzt kommt sie morgen. In einem Augenblick, wo ich die ganze Kraft für diesen Job hier brauche. Das ist der Wahnsinn. Es ist wunderschön, Paps. Kannst du Mama anrufen und ihr sagen, dass ich keine Lust habe, mit ihr und ihrem dämlichen Freund nach München zu ziehen? Der spielt sich auf wie mein Vater. Aber ich hab doch dich. Hat es Ihnen gefallen? Ich wünsche Ihnen alles Gute.